Ja, in Zeiten, wo mobile.de mittlerweile, so wie ich zumindest gehört habe, dazu übergeht, auch bei den Gebrauchtfahrzeugen, zumindest bei den elektrischen Gebrauchtfahrzeugen, nicht nur auf die Kilometer zu schauen, sondern auch auf den Akkuzustand zu gucken und hier zu schauen, wie weit ist die Degradation des Akkus fortgeschritten, gerade bei Fahrzeugen, die vielleicht eine höhere Laufleistung haben. Ist es, denke ich mir mal, umso interessanter, was ich jetzt hier sehe auf meinem BMS, also auf meinem Batteriemanagementsystem. Damit hätte ich bestimmt Probleme, das Fahrzeug jetzt zu verkaufen, weil alle sich fragen würden: Hör mal, du Jörg aus Darmstadt, was hast du mit deinem Akku gemacht? Warum hat der denn schon 9% Degradation, wenn du doch gerade erst 20.000 Kilometer gefahren bist? 9% Degradation bei 20.000 Kilometer. Wie soll das denn weitergehen, mein Freund? Du bist doch mein Freund, oder nicht? Ja, da wird sich so der ein oder andere fragen und ich hätte auch Probleme damit. Das Problem ist nämlich folgendes, und zwar sitzen wir hier im LFP-Akku, der eine flache Spannungskurve hat, wie sich ja wahrscheinlich jetzt schon rumgesprochen hat. Und ein NMC-Akku hat keine flache Spannungskurve, sondern eine lineare Spannungskurve. Über diese Linearität kann ich viel besser Und über die Spannungslinearität kann ich viel besser die Reichweite natürlich berechnen, also das BMS macht das dann, als ich das jetzt hier bei dem LFP-Akku machen kann, weil die Spannungskurve so flach ist. Jetzt empfiehlt ja Tesla, einmal in der Woche mindestens auf 100% zu laden, damit der Akku nicht so eine Orientierungslosigkeit bekommt. Das mache ich aber nicht. Ich habe noch nie auf 100% aufgeladen und ich werde das auch weiterhin nicht tun. Sondern ich lade einfach so, wie ich gerade Lust habe. Mal auf 50, mal auf 30, mal auf 70, so wie es gerade passt. Und 100 habe ich eben noch nicht gemacht. Jetzt verliert vielleicht mein Akku so ein bisschen die Orientierung. Und dann hätte er jetzt gerade einen Zeitpunkt, hätte ich jetzt gerade einen Zeitpunkt erwischt, wo die Orientierung so blöde wäre, dass ich das Auto nicht verkaufen könnte. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Highlander kaufen wollte. Entschuldigung. Dann wäre das jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also erstmal 23 gelaufen. Verbrauch Weltklasse. Über ein Jahr jetzt übrigens. Ein Jahr. Und jetzt gucken wir uns mal das BMS an. Das sieht nicht gut aus. Full Rated Range, nur noch 400 Kilometer. Da stand mal 439. Das heißt, da sind mal 39 Kilometer weg. Hier habe ich Fullpack Venue 60,5. Zu 55,2 macht 9% Degradation, 9% Nominal Fullback. Im Energy Buffer, der hat sich ein bisschen verbessert, hatte ich gestern über 6, jetzt bin ich bei 5,75. Der scheint jetzt wieder runter zu gehen. Das ist immer so eine alternierende Geschichte. Warum? Er hat wahrscheinlich viele Gründe. Vielleicht auch die Temperatur jetzt wieder draußen, macht er ein bisschen mehr unter Null. Na, also unter Null meine ich, dass er sich etwas mehr in die eiserne Reserve legt. Vielleicht. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Was man auch noch machen kann, ist, du kannst hier den Kollegen auf 100 stellen und hier oben auf 100 auf umstellen. Die Kilometer. Jetzt müsste ich meinen Ladekull, also hinten mal laden. Wenn ich jetzt laden würde, der würde mir hier oben die maximale Reichweite anzeigen, die ich noch fahre. Also der würde mir hier praktisch die maximale Reichweite zeigen. Stimmt das, was ich sage? Oder zeigt er? Nee, er zeigt es hier, würde er mir das anzeigen. Hier zeigt er mir das an. Hier würde er mir dann die gesamten Kilometer anzeigen. Und zwar würde er mir da anzeigen, diese 400 Kilometer. Und nicht mehr und nicht weniger. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich könnte den jetzt echt schlecht verkaufen. Da wird mir doch keiner glauben jetzt. Und ich bin mit dem Akku so gut umgegangen. Und, also okay, ich habe jetzt nicht auf 100% geladen, was Tesla wollte. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, okay. Aber ich habe nicht Vollstrom gegeben. Ich habe keine Kickdowns gemacht, sage ich mal. Das habe ich noch nie gemacht mit dem Auto hier. Also immer nur pfleglich umgegangen damit, ruhig gefahren und dann so schlechte Werte. Ich bin traurig. Ein bisschen. Gut. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das kommt ja immer, das Aber. Aber. Ich werde mich bei euch nochmal melden. Und zwar mit einem weiteren Video. Weil ich habe das jetzt schon ein paar Wochen beobachtet und habe ein Video noch hinten in der Warteschlange, habe immer so einzelne Sequenzen ein bisschen aufgenommen. Und da sieht man, wie sich das so verändert. Und irgendwann kommt der Punkt,
wo aus den 55,2 aus den 55,2 Kilowattstunden Nominal Full Pack, dass sich diese Zahl wieder den 60,5 angleicht. Also dem Nominal Full Pack Venue. Und da hoffe ich, dass das dann so wieder Richtung 59 Kilowattstunden geht, so 58, 59. Und ich auch wieder eine höhere Reichweite angezeigt bekomme, nämlich nicht die 400, sondern mehr. Und dann sprechen wir nicht mehr von 9% Degradation, dann sprechen wir von, also was wäre jetzt normal? Jetzt wäre höchstens 3% normal. Also 3% wäre jetzt normal bei dem Kilometerstand, das ist okay, aber nicht 9%. Und wenn ich das hier wieder sehe, und mir das wiederkommt, das kommt hundertprozentig wieder, also dahingehend bin ich auch nicht ganz böse, dann lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Und wenn ich jetzt irgendwann mal eine längere Strecke fahre, werde ich auch mal auf 100% aufladen. Und zwar jetzt nach einem Jahr. Und dann kann ich den Akku ja mal auskalibrieren und dann wollen wir mal gucken, wo wir stehen. Das werde ich euch also alles mitteilen. Also bleibt an meinem, bleibt hier in dem Kanal, bleibt dabei, bleibt mir treu, gebt mir einen Daumen nach unten, abonniert mich nicht. Wenn ihr mich abonniert habt, deabonniert mich. Und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Der Jörg hier aus Darmstadt. Schönes Wochenende. Ciao.